Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013 im Korb mit dem Oberlappen. Mulcha. Oh yeah, Freunde. Das ist Jahrhundertrennen steht. Nein, Freunde. Ja, großer Preis von USA. Wollen wir auf die Korb bitte nochmal eingehen, oder? Ja, natürlich. Wie man sieht hier, mir fehlen noch 10 Punkte zu Hülkenberg und Philipp muss sich mit Weber ein bisschen kloppen und das war's. Und das war's ganz kurz und bündig. Geht's ins Rennen? Siehst du, die anderen interessieren mich nicht. Boah, ich habe fast 2500 Kilometer zurückgelegt, ey, in Koop. Ich bin schon multiple 11.000 Kilometer gefahren. Ja, bei mir war der Autosave-Backe auch noch dabei. Mein Gott, hier. Ich hab jetzt gedacht, der geht jetzt nicht wieder hoch auf 60 FPS. Doch geht der wieder, Gott sei Dank. Bei mir auch. Ey, wie schnell geht das heute? Hallo? Hallo? Bist du schon im Auto? Bei mir wird gerade das Lenkrad dran gebaut. Was? Und zwar so genau, warte. Genau jetzt. Boah, Alter. So. Setup, glaube ich, wieder laden, ja, oder? Ja, letzter! Lad mal schnell dein Setup. Nee, warte, ich müsste eigentlich... Nee, es ist nicht drin. Was? Fuck für mich, ich hab da wieder vergessen, das wieder einzuschicken. Oh, jetzt muss ich es wieder ändern, ey. Das war 18, hatte ich das. 18 hattest du? Was hast du in der Aufhängung? Warte mal, 3, 4, 19. Okay. Getriebe ist so geblieben, sputtreu auch. Glück gehabt. So, speichern. Das. Web auf der 8. Oh, das wird spannend. Geht zwischen Alonso und Hamilton hier um die Fahrer-WM. Die verstanden mich von 1 und 2. Soll ich mal kurz durchgehen? Warte, und zwar genau jetzt. Die Sturmtruppe von Ferrari Alonso auf der 1 wird verfolgt von der Niki Lauda Sturmtruppe mit Lewis Hamilton auf der 2. Was? Niki Lauda Sturmtruppe? Warum? Auf der 3 Christian Horner, Edwin Lewis, Star Pilot, Sebastian Vettel auf der 3. Der Teamorder-Spezialist Nico Rosberg auf der 4. Der Checo, der möchte unbedingt noch Murchel einholen auf der 5. Perez. Der Push the Button, das allseits bekannte Spruch auf der 6. Oh Mann. Der finnische Wodka Säufer Kimi Räikkönen auf der 7. Das australische Känguru, das springt Richtung Porsche auf der 8. Mark Webber. Der Ferrari treue Mann wechselt nach Williams auf der 9. Felipe Massa. Und auf Position 10 der Brötchenverkäufer aus Frankreich. Ja, Croissant bitte. Grusche auf der 10. Ich von der 11 und Tobi von der, einen Augenblick, 22. Beide Stabszahlen müssen beide einen ausgeben. Nee, ja, wir so, geben in der ersten Kurve werde ich erstmal bis die Rester alle überholen. Rennstrategie. Oh Gott. Oh Gott. Ein Stopp. Eins? Was? Bei 28 Runden willst du ein Stopp mal, der Fischpass, ey. 9 Runden auf Weich. Ehrlich, hier am Arsch kannst du mich, ey. Ich muss das aber machen. Geht nicht anders. Ich muss das fahren. Also boah, ich soll weich hart fahren. Alter, die harten Reifen, die hatten bei mir 9 Runden. Die haben 71% runter. Oh Gott. Sprich, die würden mindestens 13, 14 Runden halten, oder? Ich hab einen Reifenbug. Ich nicht. Ist aber auch uninteressant, weil wir eh keine Reifen hatten in der... Warte mal kurz. Wir haben 71%, ne? Das sind 29% auf 9 Runden? Aber ja. Ich würde mal sagen, die Harten können auf jeden Fall 11 Runden halten, würde ich sagen. 11 Runden halten. Auf 9 Runden. Was ergibt 29 durch 9? Hä? Na, das sind 3, irgendwas. Das heißt, die Reifen verlieren ungefähr 4% pro Runde. Sprich, man kann bis 60% fahren. Sprich, die halt noch 3 Runden. Sprich, man kann mit den Reifen 12 Runden fahren. Das kommt doch vom Team ungefähr hin. Mathe. Ich fahre jetzt Runde 8 rein auf weich und wechsle Runde 17 wieder auf hart und dann fahre ich durch. I am ready. Du kannst dein Rennen sonst so noch umstellen. For Takeoff. Ready for Ficken. Entschuldigung, ready for Lappen. Starten? Aber wir fahren nochmal so 28 Runden nebenbei. 25 Grad Außentemperatur, etwas bewölkt. 0% Rennwahrscheinlichkeit, das ist schon mal sehr gut. Und es wird noch ein Ziel, das werden wir wohl in Brasilien machen. Ich muss gucken, wie lange die Weichen wirklich halten, aber das Training hat eigentlich gezeigt, dass die wirklich lange halten. Ja, Training sagt immer was anderes aus. Ich verstehe nicht, warum denn im Rennen einfach so unnormal auf einmal ist, ey. Das ist unnormal im Rennen manchmal. Wollen wir?
Jo. Nicht Wurzeln schlagen. Wir können. Gott, ey. Let's do this. Ich war mir nicht sicher, was ich jetzt mache, ey. Denkst du, ich, ey? Boah. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in der Liga gemacht habe. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die haben auch gesagt, da sind unterschiedliche Strategien möglich. Hat Jets hat gesagt mit BVB, stimmt, haben sie gesagt. Na, BVB war übel okay. Scheiß Ferrari! Philipp. Und der Lamm. Oh oh. Oh, ein A! Oh, Rush Chef hat gestanden auf Fahrt, also chillt noch Fahrt. Okay. Der große Preis der USA beginnt jetzt. Die Ampel war viel zu schnell, ey. Man schalt da hoch, du Drecksauto. Ja, die ziehen mir weg hier, ey, am Start. So, Entschuldigung, ich muss da mal durch jetzt. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich hab niemanden mit 17 da. Oh! Ah! Was? Was? Ich bin da mal voll jemanden draufgefahren. Alter, Flip, da hab ich 6 Autos gedreht. 6 Autos. Ey, das musst du bei mir an. Alle wurden geghostet. Ey, ich bin mindestens 3 Autos reingefahren. Ich bin in Vollkanone reingefahren. Nee, ich hab eine Verwarnung bekommen. Ja, genau, der kriegt keine Strafe dafür. Entschuldigung. Da kam die Hand. Entschuldigung, da bin ich elf. Da gebe ich zu viel aggressiv. So, neunter Philipp. Was? Wo kommst du denn auf einmal her? Alter, wie denn, wenn du alles von mir abschließt? Hallo Perez. Hallo Gras. Nein! Hau ab, Ferrari. Also ich hab den volle Kanone in den McLaren, glaube ich, fand das. Volle Kanone hinten reingefahren. Mein Vollflug ist sogar noch dran geblieben, halb, ey. Boah, hast du ein Glück? Ich auch, ich hab gerade den Vollflug komplett ab, ey. Also besser als Rennen nicht da. Guck mal, da steht auf der Karte. Guck mal. Jetzt Safety Car. Nee, dann muss er wieder gelbe Flagge. Ja, doch, gelbe, komm. Safety Car. Willst du in die Box fahren? Nee. Warum soll ich jetzt rausfahren? Der ist raus. Ja, der steht da blöd. Der steht da richtig blöd. Nee, der ist rausgeflogen jetzt. Der ist ja weg auf der Karte. Ja, jetzt ist er weg. Weil das Feld kommt, weißt? Ah ja. Ich würde sagen, Punkte? Fünfter? Vor Webber, Ziel erreicht. Dann bremsen die alle in dieser schnellen ersten Linkskurve. Ich so, was macht ihr denn da? Fahrt doch mal volle Kanone. Oh, das war klares Abkürzen. Also du hast aber auch Dusel gehabt dadurch. Also was ist denn hier los? Wer wird denn da abgeschossen, ey? Da hat sich ein sattlichen Grosjean den aber weggedreht. Irgendein Bluetooth auf jeden Fall. Ich aus India, irgendein Williams. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wieder zu aggressiv. Entschuldigung. Hey. Oh, das war wieder. Seitdem ich das Gefühl habe, ich wieder zu aggressiv reingefahren. Ja, und bin ich auch. Weil wenn die so spät. Ja, da kommen ja meine Zuschauer und dann sahen sie wieder ein bisschen besser. Ich gebe zu, dass ich scheiße gefahren bin. Ich bin siebter. Also jetzt nicht mehr. Alter! Was machen die denn da? Ich bin ganz normal auf meiner Linie gefahren. Die sind einfach. Komm wieder. Also, da kommen ja die speziellen Zuschauer und sagen wieder. Bäh. Das ist aber scheiße. Nix gegen euch, aber. Ein paar gibt's ja, glaube ich, schon, die immer ein bisschen mehr Kritik immer ausüben. Ist ja cool, also ich will auch Kritik bekommen. Weil sonst wissen die, ob das hier scheiße oder gut ist. Ja, das ist halt immer das Hauptproblem. Verständlich, dann man bekommt zum Beispiel Dislikes drauf und dann wundert man sich, warum, ja? Und dann wird es nie gesagt in den Kommentaren. Nie wird es da irgendwas hingeschrieben. Und kannst du das Tempo mitgehen? Naja, ich hab zwei Ferrari in meinen Nacken. Wieso hast du zwei Ferraris? Ein Alonso und ein Massa, der ist hinter mir. Ist der Alonso so weit zurückgefallen? Jo. So, ja, jetzt heißt es einfach nur auffallen und fahren.
Ah, ich glaube, wenn Button jetzt rausgekommen wäre, wäre so geil, ey. Beziehungsweise Hülkenberg, da darf ich nicht die Punkte fahren. 7. Paris auf der 6. Den müsste ich eigentlich bekommen, ey. Alonso ist auch ein Windschatten, ey. Boah, ey. Kommt der ran. Aber. Der kommt nicht an mir vorbei. Die KI kommt dann wirklich nur auf der Gerade ran, sonst kommen sie an mich nicht ran. Ey, dann, ich muss ehrlich zugehen, da bin ich richtig Rambo reingefahren. Dann sind wir den abgeschossen, das ist nicht unbedingt sehen, ey. Mann, ey, ich komme um keine Kurve! Eins 43 1 43 7. Okay, die KI bremst viel später als ich in der ersten Kurve. Komm rum, Auto. Und die kommen echt nicht im ersten Sektor, kommen sie nicht ran. Der gehört mir. Da komme ich auch am Peppers ran. Das ist gut. Dass du schon so weit vorne bist, ey. Du denkst, wie schaffst du das in die Punkte? Ich muss sagen, ich habe da richtig viel Glück gehabt, dass ich da so viel abgeschossen habe, ey. Das war nur Glück. Na, mein Paris, wie geht's? Nur noch eine Sekunde. Also in den USA habe ich ja schlechte Erfahrungen in der Liga gemacht. Aber das ist Geschichte. So, der ist 43-1 nochmal gefahren. Mein Gott, der fährt ja schneller als ich, ey. Mann, lässt sich das wunderbar auch immer fahren. Philipp, ich bin an Paris dran. Oh Gott, war das Stress. Wie, das war kein Abkürzen. Ich hab die ganze Kurve gecuttet. Da hab ich... viel zu... Da wollte es irgendwie nicht mehr lenken. Och, die kommen da auch beide ran, ey. Wir waren vorhin Zehnter eigentlich, den ich überholt habe. Weißt du das noch? Ach, der Webber, wo ist der denn? Kein, der ist hinter mir irgendwo. Ne, der ist auch hinter dir, der Webber. Der war nämlich auch hinter den beiden Ferrari. Der ist auf jeden Fall auf Platz 10, der Webber. So, Paris, ich bin noch 0,7 dran, ne? Momentan läuft es gut, wa? Ja, es könnte besser laufen. Aber für mich auf jeden Fall. Für dich könnte es vielleicht ein bisschen besser laufen, aber auf jeden Fall, du hast ja schon einiges besser, ey. Einen riesen Rückstand auf die da vorne. Aber da kannst du aber auch keine absetzen. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Ich bin schon nur 44-1 gefahren. Philipp hat sich ja schon gewundert, wo ich am Anfang der Saison gesagt habe, ohne Verhalten, ohne alles. Achte auf den Fahrer hinter
Und jetzt fahre ich eigentlich ziemlich gut. Könnte manchen drin besser sein, aber egal. Boah. Sick ausgebrochen. Und die beiden Ferrari sind dran, ey. Sind im Windschatten bei mir. Beide Ferrari, oh Gott. Boah, ey. Ich hab wieder Zeit auf den Perez verloren. Wie sehen denn Reifen aus? Scheiße. Meine auch. Fährst du rein? Ja. Hart, weich? Hart. Komm schnell diesen Frontflügel dran. Hopp! Wenn ich vor dir rauskommen muss, dann muss ich jetzt in die Box fahren. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Mich einmal Verfahren abkürzen bekommen. Mann, ich muss mich gegen die Ferraris hier verteidigen, das ist ja unglaublich. Ach, dass sie so weit hinten sind, ey, was haben die denn dann gemacht? Pick ist auf der 12. Beantwortet das vielleicht eine Frage? Oh ja. Oh ja, jetzt ist der Alonso. Oh, mir gedrückt. Ja, Alonso ist vorbei. Boah, ich hasse diesen Bremspunkt, ey. Nach der langen Geraden, ey. Aber ich bin wieder vorbei. Wir sind nur 2 Sekunden hinter. Ich bin ein bisschen weiter in die Kurve gefahren. Ich fahre jetzt auch an die Box, ey. Und wechsle auf Fahrt. Wir holen in Sektor 2 auf das Auto vor uns auf. Sektor 2. Hopp, 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 hopp. Das auf der 9, ey. Ja, der Weber kommt einfach nicht dran vorbei. Ja, du bist vorbei. Ich bin öfter rausgekommen, Philipp. Und Strafe. Nee, keine Strafe. Ey, ich krieg die Kotze, ey. Ach du, was macht Bottas hier? Du hast eine Durchfahrtsstrafe wegen unsportlichen Verhalten. Ja, was denn unsportlich, wenn der einfach nicht um die Kurve fahren kann? Wegen leichtes Anschieben, ey, ganz ehrlich. Ne, man sieht auch schon viel bei mir. Mit Bianchi. Auf so eine unnötige Strafe. Mann, ey. Hat der viel zu früh gebremst? Ach, der ist so schneckenlang um die Kurve gefallen. Ich berühre den ganz leicht. Er fällt mal außerhalb der Rennstrecke, ey. Ja, das ist scheiße. Boah, ich mag diesen Bremspunkt nicht. Nach der langen Geraden war. Ja, der ist beschissen, ey. Boah, mir gefiel das Auto in der Karriere 10-mal besser irgendwie, ey. Da bist du auch Dritter geworden, glaube ich. Da war ich mal zwischenzeitlich Erster, ey. Im gesamten Rennen, ey.
So. Kommen die beim Becher kriegen. Der Perez ist vor mir gekommen, auf frei. Aber auch nicht, der ist auch nicht so weit vorne. Alonso versucht Benzin zu sparen. So, jetzt habe ich dich, Perez. Jetzt bin ich vor dir gleich. Ah, vorbei. Sehr schön. Achter vor Perez, so muss das sein. Du hast 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wobei verliert du auch jetzt Zeit, oder? Damit er keinen Versuch starten kann. Merkt man. Ich hab ein Schneckentempo hier rum, ey. Weber in der Box. Plus jemand anderes, ich bin Sechster. Bist du auf Hart oder Weich? Hart. Die war auf Normal, die Runde, auf Standard. Okay. Nicht gut. So. Hältst du den ganzen Zug da auf? Nein. Nur Perez und Alonso, die sind ab und zu mal hinter mir, ab und zu sind sie mal weg. Boah. Du trittst gerade deine Strafe an, oder? Die sind natürlich auch weich viel schneller als ich. Ich erfahre mit Hart. Oh, das war ganz klar, abkürzen. Soll ich im ersten Sektor hole ich auf die auf jeden Fall Zeit raus. Im zweiten Sektor kommen sie wieder ran. Wo bist du? Neunter. Okay. Wer ist vor dir? Massa. Den kriegst du. Perez jetzt überholt mich. Ich bin aber. Innen, mein Freund. Du bist Fünfter? Ja. Lass mich raten, nachdem du die Strafe bekommen hast, hast du auf Fett gestellt. Genau, damit ich Vorsprung rausfahre mit den frischen Weichen. Oh, wie clever du mal bist. Oh, ja.
Die sind doch klar deutlich schneller als du, oder? Klar. Die kommen doch nicht vorbei an mir. Und ich mache nichts mit Tür zu. Ja, aber ich hab 0,5 Sekunden Rückstand, Vorsprung im ersten, im letzten Sektor gehabt. So, jetzt? Dein Tempo ist gut, push weiter. Dann da sind sie wieder weg, vielleicht kommen sie wieder ran. Du, ich seh's gerade. Jetzt sei mal gut raus beschleunigt. Kommt dann nämlich nicht ran. Wie kann ich auf dieser Kackstrecke so weit vorne sein? Ey? Und dann kommen sie im dritten Sektor natürlich wieder ran. Das ist unglaublich. So, wie sieht's aus? Bist du dran an, Wasser? Ne, 2 Sekunden weg. Was fährst du für Rundenzeiten? Gerade eine 42,5. Du? 42,9. Boah, der Weber kommt näher. Ich muss bei den Reifen aufpassen. Scheiß Poller, ey. Gab's schon irgendwelche Lecks bei dir oder so? Nö, überhaupt nicht. Sehr gut. Bei dir? Nö. Ab und zu mal auf 30 und dann jetzt wieder auf 60 so. Aber eigentlich sonst durchgehend auf 60. Nur manchen Momenten geht ganz mal auf 30 runter. Nach 2 Sekunden ist er wieder auf 60 oben. Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Regeln verliert Zeit. So ist der McLaren in diesem letzten Rennen so stark, ey. Der Perez war schon in Südkorea so stark. Was hast du jetzt für eine Rundenzeit? Und die darf immer deutlich schlechter. 42,8. 42,7. 42,7? Okay, ja, du würdest eigentlich auch nur mal laufen, glaube ich, wenn du an meiner Stelle jetzt wärst. Aber ich muss ja irgendwie es schaffen, durchzufahren. Ach, der Weber kommt von hinten. Wann musst du in die Box? Runde 20. Mals, ey. Mann, du bist Runde 6 reingefahren, wa? Fährst du noch einmal rein? Ja, oder? In Runde 7, ja. Einer muss ich noch natürlich, ne? Das heißt, du musst entweder 17 oder 18. Nein, ich fahr Runde 18 rein. Jetzt nochmal auf Fahrt. Ich weiß nicht, was die KI im dritten Sektor macht, ey. Ah, die hört da unglaublich auf. Im ersten Sektor meistens immer weg. Im zweiten Sektor geht auch noch. Im dritten Sektor kommen sie immer ran.
42,4 bin ich gerade gefahren. Okay. Zehnter? Ja, Webber hat mich überholt. Wirklich? Ja. Was bist du gefahren? Weil ich bin in die Box gefahren. Also, warum? Bist du eine 3 Schuppe gefahren? Ja, ich meine 3 jetzt. Okay, mach das. Ich fahre meine 2-Stopp-Strategie weiter. Und du musst sofort auf Fett stellen. Damit du überhaupt noch rankommst. Ich werde jetzt schon mal weiß, war. Genau. Einmal 6, einmal 7 Runden fährst du. So, Peres ist wieder dran, ne? Der kommt nicht vorbei. Aber im Windschatz sind unglaublich. Ich glaube, ich bremse viel früher als die KI. Ja, Webber ist jetzt schon am Wasser dran, ne? Aber mein Freund, du hast noch einen Toro Rosso vor dir. Beziehungsweise noch 4 weitere Fahrzeuge. Du kommst doch nicht so schnell vorbei, Herr Webber. ...41,1. 2 Runden damit fahren. Bis 10. geblieben, war. Deswegen kann ich das jetzt auch machen. Ah, der hat halt ein bisschen Abtrieb mitgenommen. Kann ich ja nicht einmal 9 Runden damit gefahren bin, ey, das ist doch... Nein, nein, nein! Boah! Was? Was weggedreht, oder was? Nein, das ist nicht, viel zu spät gebremst. Ah, jetzt natürlich Peres vorbei, dann landen sie gleich auch. Nee, oder? Doch, sind beide fast vorbei, doch, kann ich. Ja, ist auf jeden Fall durch, der Alonso Eichner bekommt. Ne, da tut mir leid, ich hab keine Chance. Ich fahr jetzt mal in die Box, ey. Der muss 12 Runden mit Hart fahren, das kannst du vergessen. Versuch's einfach, ist mir egal. Du bist jetzt wie viele Runden damit gefahren? Kann man 9, ey. Fahr noch eine 10. Und dann kannst du mit harten, aber dann kommst du 11 Runden halt fahren. Ja, okay. Mann. Und wie der McLaren abziehen kann, der ist ja auch schon so lange auf den Weichen unterwegs. Ist doch unnormal, ey, ganz ehrlich. Ja, klar, der ist auf Weichen unterwegs und hat sich noch richtig schön fahren. Ja. Kann sie sofort absetzen, oder? Ja, der hat schon 1,5 Sekunden Vorsprung. Warum sollte eine Sekunde Rückstand noch nicht? Der ist auf um welchen Reifen? Hart? Auf weiß ist der McLaren unterwegs, auf weiß! Und der hat nix, gar nichts. Das ist unnormal. Oder Alonso kommt jetzt nicht ran. So, jetzt fahr ich rein. Ja, auf hart dann. Hast du noch Benzinreserven? Plus 2 Runden. Ja, kann ich dann sofort einsetzen gegen den Peres. Nach der Box, das erste Sektor fährst du auf Standard durch, weil deine Reifen noch nicht warm sind. Und dann gibt's Vollgas auf Fett.
Hörst halt auch rein. Perez hat auch in die Box, da ist eine Ferrari-Box draußen. Da ist eine Lotus-Box, Ricky war auch gerade in der Box. Ist doch vorbei. Ah, musste er eigentlich. Ah, was geht's denn? Nur der Perez jetzt auf Fahrt gewechselt. Dein Hintermann ist auf den härteren Reifen. Ja, Perez auf Fahrt. Du musst versuchen, eine Lücke herauszufahren. Den muss ich sofort wieder überholen. Greifst du ihn an? Ich habe DRS. Ich werde nie im Leben rankommen. Komm ich ja nie ran, ey. Komm, Auto. Du bist Siebter, okay? Da vorne bist du. Der Perez ist unglaublich stark. Mhm, aber echt. Da kommen wir nicht ran. Ganz vergessen. Machst du schon auf jeden Fall schon hinter mir auf der 10. Ich hab Bestzeit im ersten Sektor. Du fährst Runde 22, 23 rein, war? Nee, 21. 7 Runden noch weich, ehrlich? Es wird Position 10, da sehe ich schon kommen. So. Auch wenn ich so schnell war, wie es nur geht, ich komme nicht ran in den Perez. So eine 1,44 bin ich gerade gefahren. Sind die Reifen am Ende? Natürlich. Oh Mann. Ich fahr. Komm vor, vorbei, fahr vorbei, fahr vorbei! Achtung! Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Philipp? Hat er dich angeschoben? Nein. Du hast einigen Gummi. Hast du mit Absicht gemacht? Ja, natürlich! Mit verringertem Grip rechnen, bist du die Reifen wieder sauber gefahren.
eine Ideallinie. Was dachtest du denn? Wollte ich doch nicht abschießen! Aber wo machst du denn sowas? Kannst du einfach nochmal bremsen? Auf einmal war ein Leck drin. Ich wollte eigentlich, wo du vorbei warst, wollte ich sofort links rüberziehen und den Perez die Tür zu machen. Das ist mir leider nicht geglückt. Aber ich spiel schon mal vorbei an ihm. Platz 5, ey. Das nennt man für seinen Teamkollegen fahren. Das habe ich auch schon oft genug gemacht. Da ich eh nicht besser werden kann als 10. Hat sich doch eh nichts zu verlieren. Ob ich da jetzt 3 Sekunden jetzt noch verliere gegen den Perez oder nicht. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Gut, jetzt muss ich mich wahrscheinlich noch gegen den Hülkenberg verteidigen, der jetzt wieder rangekommen ist, aber wer war wo ist der Position? 10. Bin ich. Sehr gut. Und Hülkenberg ist auf 11. Das sind immer noch mindestens 5 Sekunden dazu. Ja, ich bin mal vor, ich bin Hülkenberg gleich gezogen. Und ja, und als Fünfter bekommt er auch wie Punkte? 12 oder so? 10. Ja genau, also bin ich punktgleich mit Pulken. Und ich verliere nur einen Punkt gegen Weber. Von daher, da uns eh Brasilien besser liegt, von daher... Wenn Weber wirklich 9. bleibt, dann ist das eh gegessen, ey. Das kann man jetzt... Jetzt in der Safety-Car-Phase, ey. Ja, das wird mir richtig was bringen, ey. Oh ja, da vorne mit überrundet. Ja, die Rundungen helfen jetzt mit. Helfen mir wieder. Ja. Alter, komm. 1,6 Sekunden holt er noch raus. Der ist doch krank. Also, Mulcher, du wirst mich in einem Rennen schlagen. Und zwar in diesem hier. Ja. Ich glaube, das hättest du nicht gedacht. Ne, mich hat die Strafe das Rennen versaut. Punkt. Ja. Ich habe auch schon genug Strafen in dem Let's Play bekommen. Und im Rennen auch, also. Weißt du, was ich gemacht habe in der Kurve? Ich habe gesehen, du wirst gleich einlenken. Ich habe sofort Gas gegeben. Ich darf immer feiern. Ja. Und an mir vorbeifahren. Ja, klar, weil ich genau wusste, du lenkst gleich ein, ja? Jeder Amateur hätte weiter gebremst. Oder? Ich weiß ja nicht, ich kenne mich damit nicht so aus. Ja, das ist Erfahrung. Okay, so kenne ich das gar nicht. Einfach rinbrettern. Oh, die Reifen, ey. Aber der Perez hat aber auch sau spät gebremst, wollte noch später bremsen, aber das ging dann nicht mehr. Hättest du auch abschießen können für mich. Ja, so ungerecht wollte ich dann auch nicht sein. Wenn ich schon absichtlich die eine Kurve so langsam fahre, sodass du da quasi vorbeifahren konntest. Ich hab ihn jetzt ab, ihr Bein! Ey, der Perez will jetzt noch an dir vorbei, ey. Du hörst aber was von mir. Nee, nett mit mir, nett in mein Haus. Ja, schießt euch beide ruhig ab. Wir sind jetzt 2 Ferrari, 1 McLaren und 1 Red Bull. Ja, der Red Bull ist der Weber, Gott sei Dank, ey. Ja, Fette, genau. Wir wissen's. Oh, Platz 5, ich würde so ausrasten, ey. Safety Car, ich würde die Boxer noch weich wechseln. Ja, du musst mit den Reifen noch durchkommen, das ist ja. Was? Das können wir wenigstens vielleicht die Sache 2 Positionen kosten. Das Problem ist, ich hole keine 21 Sekunden auf euch auf. Naja, also. Ich könnte da was machen. Aber gleich kommen die Überrundungen. Bitte nicht, ey. Fahr einfach dein Ding jetzt durch deinen 5. Platz und fertig, ey. Komm, KTM, gib mir Schützenhilfe einfach. Ich muss noch 5 Runden, 6 Runden mit den Dingern durchhalten. Das will ich nicht schaffen, ey. Oh ne, jetzt ist mein Vater an. Ich geh jetzt nicht dran am Ende. Und zwar jetzt, ne, ne. Du musst. Oh ne, ne, tut mir leid. Tobi auf der 5 von 2. Ich war Möhren bringt oder? Ja, ich war auf Toilette duschen. Fertig, das reicht schon. Ich duschen, glaubt der mir nicht. Duschen mal schon gestern. Nee. Ich sag, ich hab laut Musik gehört und hab den PC nicht gehört. Oder der Telefon nicht gehört. Was fahrt ihr davon für Rundenzeiten? Ihr macht mir Angst. Angst? Warum Angst? Weil ich jetzt 2 Sekunden in einem Sektor aufgeholt hab. So gut.
Ja, die haben sich ja vorne bekränkt hier, die vier. Oh, ein Mirage und ein KTM vor mir. Göttlich. Göttlich. Guido und Ugen. Wir waren mal zusammen am Start. Jetzt überrunde ich. Ja, Hamilton. Oh. Guido mal Platz. Oh, genau, du fährst ja. Nein! Nein, bitte nicht! Strafe oder was? Oh, Glück gehabt. Oh Gott. Jetzt mach kein Mist. Mach kein Mist, ey. Alter, der fährt in diese vorletzte Kurve rein und der dreht sich, ey. Ich so, oh Gott, ey. Na toll, jetzt habe ich halt nur noch einen vor mir, den Schilden. Will du machst den Platz, du Assi. Ja, mach da Platz. Mach genau da Platz. Jetzt lass mich vorbei. Na super, ganz klasse, super, ganz klasse. Warum? Ja genau! Was? Fick dich nicht, du kommst vorbei, ne, ne. Ja, genau, ey. Der Perez fährt, ja! Der Perez fährt sich bei mir den Frontflügel fast ab, weil Schild mich nicht vorbeilässt. Schade, warum ist er nicht ab? Jetzt ist Alonso Sechster, geil. Den kriegst du eben die Leiche. Nee. Ach, hier liegen Frontflügelteile. Ja, die sind von Perez. Ja gut, ich habe nur noch die beiden scheiß roten Pfeile hinter mir, ey. Oh nein, ey. Ich lass nicht. Nein, nein. Nein, tut mir leid, ich muss jetzt zumachen. Mach geil zu, ey. Auch wenn jetzt alle sagen, komm auf deiner Linie. Ich auch sagen. Sei nur Liga-Rennen, die sind dann noch schlimmer, ey. Jetzt bring diesen fünften Platz doch irgendwie nach Hause, ey. Mach eiskalt zu, ey. Kommt keiner an dieser Wand vorbei, ey. Ja, nur einen auf Gott, machst ey, wenn sie wieder alle weglachen. Machst einen auf Janu Trulli jetzt. Trulli? Ja, der hat auch mal zu gemacht. Ja, klar, das war der schwierigste Fahrer, hat man irgendwann mal gesagt, zum Überholen. Also, für was könnt ihr noch weiter davon überrunden? Das kostet ja richtig viel Zeit. Davon kommt eine Fünfergruppe, Philipp. In der ersten Gruppe. Oh Gott, das sind mindestens 20 Leute. So. Oh Gott, noch 4 Runden. Nein! Die Reifen sind absterben, ey. Kannst auf den Müll auf den werfen. Machst du es auch? Na, ich nehme sie generell. Wie der Jimmy einmal nicht vorbeilässt und der Perez will Eiskratten in dieser in den Stellen kommen er vorbeiziehen. Ich sag, nee, mit mir. Du kommst nicht vorbei. So unfair lass ich nicht vorbei. Wenn schon, musst du mit Stil überholen. Über 5 Kurven oder was? Ja. Und der Chilton lässt genau Platz. Er lässt überhaupt nicht Platz, ja? In dieser schnellen Linkskurve, bevor der erste Sektor endet, dann kommt dann diese Rechtskurve, davor die Linkskurve, die schnelle. Ja, ich hab ja gesehen, wo die Frontflügelteile lagen. Ne, Alonso, ne. Na, wie geht's? Hallo, weg da! Nein! Jetzt ist der Sechste, glaube ich. Haut ab. Alonso will links vorbei, Massa will rechts vorbei, Massa ist vorbei. Okay, Massa auf der Lex. Oh Gott. Tut mir leid, dass ich alles zumachen muss, aber ich will den 5. Platz haben. Das gibt's. Den will ich jetzt haben. Ich verliere ungefähr 2 Sekunden pro Runde auf Bildchen, aber scheißegal. Kommt keiner mehr vorbei. Das wäre so ein Rennen zum Weglachen, ey. Philipp, kommst du ran? Ich komm ran, aber leider viel zu wenig. Ne, ich mag die Strecke einfach nicht, den Taurus so hier. Oh nein. Komm ran! Mistkarre! 42, 3, ne, vor. Was bist du gefahren? 42,3. Das war ich ungefähr auch, glaube ich. Oder ich war 1,41 irgendwas. Ey, Massa, du kannst dich verpissen. Du kommst nicht vorbei heute. Nein! Wenn einer von euch links ist, dann 41,0. Tür zu machen. 41,0 bin ich gefahren. Und besser ist eine 40,4. 43,99. Oh, leck Mann, ich will einmal schneller denn nein? Oh, hab ich was gewonnen auf Rekord? Ach nee, das kann nicht sein, das kann nur ein Anzeigefehler sein. Ich hab nichts gewonnen. Du landest dafür aber vor mir, ne? Obwohl du 10 Positionen weiter hinten gestartet bist. Ja. Ey, den Unfall muss mir ansehen, das sieht aus, ey. Och, jetzt kommt die Kurve wieder. Los, gib Gummi. Kehrst alles raus, ey. Oh, Fett vielleicht auch nochmal schalten, wenn's geht. Fett. Oh Gott, was da wieder rankommt. Da wird dein Bremspunkt aber eher kommen, ne?
Nee, aber pfff, das ist nicht vorbei. Um den da fragt für die Teile rum. Ja, da lagen aber zwei Fünfte die rum. Komplett kaputt. Und wo sind wir? Da, wenn es ja die Rest ist, dann lache ich, ey. Dann lache ich. Junge, da liegen echt Frontflügelteile und das fliegen sogar ganze Teile, ey. Das waren große Teile, nicht so eine kleine Furzelteile. Ja, das war ein ganzer Frontflügel, ey. Oh Gott, zwei Runden noch durch, ich kann nicht mehr. Gib mir einfach den fünften Platz, ey. Nein, man fällt mir fast in die Box. Ach, der hat den Frontflügel vielleicht verloren. Ah, das kann man gut möglich sein. Aber leider machst du da keine Position mit gut. Nee, mein Glück auch. So, jetzt bin ich beim ersten Keltheim. Oh ja, da wird voll überrundet. Ja, zwei Runden sind da, wenn... Ja, geil. So, zwei Runden noch. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, ey. Ey, das ist Aufhalten vom Feinsten. Komm rum, du Karre, ey. Online hätte ich schon mindestens 10 Mal Verwarnung für Abkürzen bekommen. Hier bin ich nicht einmal. Ach, der Sotil hat den Frontflügel verloren. Ah, ja. Ist der 20. Ja. Boah. Der lässt mich aber auch scheiße vorbei. Ja, Mario Ascher und ein Caterham. Geil. Genial. Das ist Pick und Bianchi. Oh, diese lange Gerade ist so viel zu lang. Hau ab, Massa. Ne, jetzt muss ich nicht einmal die Tür zumachen. Also ich bin auf meiner Linie geblieben. Ich fand nur noch die beiden langen Geraden auf Fett, sonst nicht. Ja klar, musst du auch. Sonst war das auf Mager. Ne, Mager brauche ich nicht, brauche Standard weiter. Okay. Ich hab noch plus 2 Runden oder so. Der Funkspruch kam jetzt Runden extrem drin. Spät. Was? Mein Funkspruch kam jetzt nur noch wenige Runden. Ich soll das Rennen jetzt zu Hause fahren. Normalerweise kommt es auf der Start- und Zielgeraden, oder? Jetzt kam es bei mir auf der langen Geraden. Ist ja auch so eine halbe Start-Zielgerade. Ich habe 7 Sekunden Vorsprung auf meinen Hintermann. Das ist Platz 10 hier. Oh Gott. Der Gummiauto. Letzte Runde. Oh Gott. Schelten bleibt rechts, danke. Das dritte Rennen, was ich vor Philipp gewinne. Ah ne, das vierte. Dritte. Nee, ich hab ja Silverstone gewonnen, 2012, Japan gewonnen und in Brasilien bin ich auch Zweiter gewonnen. Da bist du auch so hinten gelandet. Weißt du noch? Nee. Aber ich verliere nur... Da bist du doch am Ende manuell gefahren. Ach so, ja. Ich verliere aber nur einen Punkt gegen Weber, das freut mich. So ein bisschen, Oh, der ist dran, ne, der. Oh, komm, Kater, mach bitte Platz jetzt noch. Ja, halt die auf der langen Geraden auf. Halt sie einfach auf. Ja, da kannst du keinen aufhalten. Komm, alles klar, raus. Raus damit. Ja, jetzt raus damit. Oh Gott, zwei Mann. Du verpiss dich, Massa. Hau ab. Glückwunsch an Sebastian, Vettel. Nein, Victor. Na, hier im dritten Lager kriegen sie mich nicht mehr. Oh Gott, ey. Komm rum, du LKW, ey. Ist ja wie im Liga in der letzten Runde auch so extrem spannend, ey. Ja, genau, sind wir jetzt 3 oder unsichtbar, genau. Ob wir jetzt stehen, du machst eine Scheiße jetzt. Du machst irgendeine Scheiße jetzt, Bianchi. Oh Gott. Letzte Kurve! Und ja, Fünfter! Fick die Oma! Oh, Perg ist 9. Weber ist 7. geworden, scheiße. Nein! Ah, Weber hat irgendwie doch alle überholt dann noch. Oh Gott. Ah, super, verliere ich 5 Punkte auf ihn. Gute Leistung, gut gemacht. Oh Gott. Was? Alonso und Perez gleichzeitig über die Ziellinie? Das kann ja auch irgendwo nicht sein. Wird denn der Bug aber das noch gemacht, ey? Da war wohl ein Leck drin, oder was? Ja, die waren drei unsichtbar, waren die. Mann, ey. Du hast auch alle aufgehalten, ey. Keine mehr. Gewonnen hat Sebastian Vettel vor beide Mercedes, Rosberg und Hamilton. Lotusmann Kimi Räikkönen auf der 4 vor Murchan, der mich mal hier diesem Rennen mal geschlagen hat. Ja!
Ich bin schneller als Alonso als jeder gefahren. Felipe Massa auf der 6. Weber auf der 7, was mich ein bisschen jetzt stört, weil jetzt hat er 5 Punkte Vorsprung auf mich im letzten der Rennen. Das wird schon schwer. Boah, Schützenhilfe von Murch hat 8. Button ist ausgeschieden, ja! 8. Alonso, 9. Sergio Perez, genau gleichzeitig mit Fernando Alonso. Und 10. bin ich. Ausgeschieden sind nur Jensen Button. Wer hat wie viele Stops gemacht? Philipp hat 3, du hast 3 Stops gemacht, alle haben 2 gemacht. Ah nee, es tut jetzt auch noch 3 gemacht, so wegen dem Frontflügel. Ja, wegen dem Frontflügel. So, das war's. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Ich hab Philipp geschlagen. Scheiße. Der heult rum! Was ist das denn? Die heulen immer rum, es sei denn, du fährst auf dem Podium. Das ist auch unlogisch gemacht, finde ich, ey. Ja, natürlich. Für Freunde würdest du an die Freundensprünge tanzen. So, jetzt Brasilien, das letzte Rennen. Oh, bestimmt im Rennen gibt es Regen, bestimmt. Ich sag's dir so, bestimmt regnet es. Ich wette mit dir um 10 Cent. Training, starker Regen. Ehrlich? Ja. Ach, leck mich doch, ey. Leck mich doch. Vollwaldreifen. Oh Gott, Gott. So, bei mir muss erstmal jetzt hier geladen werden. Also, jetzt steckt das bei mir erstmal ein. Oh Gott, ey. Ich kann nicht mehr. Training 100%. Oh Gott, bei mir wird erstmal der Gurt festgemacht. So, jetzt das Lenkrad dran. Und jetzt sind wir fertig. Oh, Glück gehabt. Ja! 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 Freunde, das wird ein richtig geiles letztes Rennen werden, Freunde. Ich kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Wir sagen ciao. Ciao. Und sehen uns dann nächste Woche Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.